Wenn man sich Olaf Schubert anschaut, liegt es sehr nahe, dass er nicht nur der Sohn von Mick Jagger sein könnte, sondern wie sich herausstellt, er ist es auch tatsächlich. Der Comedian Olaf Schubert findet durch Zufall heraus, dass seine Mutter in den 60ern sehr wahrscheinlich eine kurze Affäre mit Mick Jagger hatte. Da drängt sich für ihn natürlich die Frage auf, ist er womöglich der uneheliche Sohn der Rocklegende? Denn wenn man genau hinschaut, ist da tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Kurz entschlossen beginnt Olaf mit der Spurensuche. Das ist meine Mutter. Wo? Hier. Emma muss das ja herausfinden. Da sagt sie, dass sie die Nacht hier mit ihm verbracht hat. Das sieht nach Gewitter aus. Ich bin der Sohn von Mick Jagger. Der Film Olaf Jagger von Heike Fink ist eine Mockumentary, also eine fiktionale Erzählung im Stil einer Dokumentation. In Berlin haben wir die Regisseurin und Drehbuchautorin zum Interview getroffen. Hallo Heike, vielleicht kannst du zum Einstieg erstmal sagen, wie bist du denn auf die Idee zu diesem Film gekommen? Durch eine historische Tatsache, dass 1965 in Münster die Rolling Stones das allererste Deutschlandkonzert hatten. Und da dachte ich, in Münster, interessant, also nicht in Berlin, Hamburg oder die großen Städte. Und da hätte ja auch meine Mutter hingehen können. Und dann ging so die Idee los, was wäre, wenn? Und spielt ja immer so als Kind mal durch, was wäre, wenn mein Vater ein König wäre oder irgendjemand ganz Tolles. Und dann kam die Idee, was wäre, wenn mein Vater Mick Jagger wäre? Meine Mutter hätte ja, also theoretisch. Und dann ist die Idee entstanden, dass Mick Jagger einen unehelichen Sohn in Münster gezeugt hat. Und dann kommt man irgendwann an die Überlegung, wer spielt den dann? Beziehungsweise, und wenn man sich Olaf Schubert anschaut, liegt es sehr nahe, dass er nicht nur der Sohn von Mick Jagger sein könnte, sondern wie sich rausstellt, er ist es auch tatsächlich. Das war ja der große Zufall und die Wahnsinnsüberraschung. Alter, hör doch auf! Unfassbar. Hier ist meine Mutter gewesen. Mit diesen Stones. Oh yeah. Wie kam es dann eben auf die Idee, das Ganze in diesem, sag ich mal, Genre Mockumentary zu erzählen? Um so echt wie möglich zu sein. Also ich bin ja Dokumentarfilmerin. Ich mache gar keinen Spielfilm. Und das war das Natürlichste, was man tun konnte, es dokumentarisch zu erzählen. Und wenn du jetzt so eine Mockumentary inszenierst, also wie viel ist da quasi geskriptet und wie viel ist dann wirklich improvisiert? Also ich würde sagen, es ist relativ viel improvisiert. Mehr als die Hälfte. Zwei Drittel vermutlich. Und Olaf ist ein wirkliches Improvisationstalent. Also es ist ein Geschenk, was Improvisation und überhaupt Zusammenarbeit anbelangt. Genau, wie muss man sich das also so rein technisch vorstellen? Heißt das dann, okay, wir drehen jetzt die Szene und wir müssen, sag ich mal, da und da hinkommen und dann sagst du, legt einfach mal los oder wie läuft das dann quasi beim Drehen ab? Man bespricht den Rahmen, der abgesteckt wird. Also innerhalb dieses Rahmens soll bestimmte Sachen passieren. Also vielleicht muss ein Satz fallen oder ein Wort, der das dann von dramaturgisch weiterführt, damit man die Bausteine aneinander fügen kann. Und der Rest ist eigentlich Olaf überlassen oder in dem Fall und zu 90% den echten Menschen, die wir getroffen haben. Es sind ja keine Schauspieler, sondern es sind ja wirklich echte Menschen. Also Christine Dähn ist Christine Dähn, die Moderatorin von Radio DT64. Toni Kral ist Toni Kral. Und denen zu erzählen, sie sollen jemand anders sein als sie selbst, ist natürlich totaler Quatsch. Also sind sie, wer sie sind und sie agieren in ihrem eigenen, in ihrer eigenen Lebenswelt, mit ihrem eigenen mit ihrer eigenen Persönlichkeit und das, was sie mitbringen an Wissen und Erfahrung, ja. Mir ist das hier in die Hände gefallen. Dort höre ich meine Mutter mit wem reden? Mit Mick Jagger. Was ist da drauf? Die unterhalten sich oder Interview oder was? Das ist schon, ja, ist eine Interview-Situation, aber geht darum, jetzt rauszufinden, warum war die dort, wie kamen die an den ran? Also, na, wir hatten ja auch mal
fast ein Treffen mit den Stones. Da kam ein Anruf zu unserer Managerin Traudel, die sind in West-Berlin und hören am Fenster im Radio und fanden das irgendwie spannend und geil und wollten sich mit uns verabreden. Alle Glocken haben geläutet und wir werden jetzt mit Stones auf Tournee gehen und sonst was. Ne? Die haben Mick Jagger und Keith Richards aber an der Grenze nicht durchgelassen. Und was war dir vielleicht auch so in Bezug auf die Tonalitäten, so Atmosphäre des Films wichtig? Also wie sollte so das Ganze rüberkommen? So authentisch wie möglich. Und ich wollte ja jetzt, also sieht man vielleicht auch im Film, Olaf trägt ja nie den Polunder, diesen Bühnenpolunder, außer in den Ausschnitten, die wir aus seinem Bühnenprogramm nehmen. Sondern er ist der Privatmensch, Olaf Schubert, der auf eine private Spurensuche geht. Also so privat wie möglich. Das ist die Atmosphäre. Also daraus hat sich die Atmosphäre gegeben. Man kann nicht sagen, so, ich mache jetzt genau diese Atmosphäre, sondern das sind ja viele Zutaten und eine ganze Melange, aus der dann eine Atmosphäre entsteht. Ich wurde 1966 in Dresden geboren, hinter der Mauer oder davor, also je nachdem, von wo man guckt. Das verrückte Huhn war eigentlich meine Mutter. Aber wenn Mutti nicht mehr reden kann und Vati dicht macht, muss ich eben selber suchen. Aber sowas hatte ich auch, als man dort mitgemacht hat beim Bumsverein. Wie wolltest du generell so diese, sag ich mal, Ost-West-Thematik oder viele Eigenheiten, die es natürlich in Ostdeutschland gab, vielleicht in den Film auch mit einbauen? Naja, Olaf ist Ostdeutscher. Der ist ja in der Wolle gefärbt und man kann das ja nicht aus ihm rauswaschen. Also, dann war keine Vorgabe, er ist die Vorgabe als Ostdeutscher. Also der Film steht für sich selbst, die Geschichte steht für sich selbst und da ist keine Intention dahinter, jetzt irgendwie ein großes politisches oder ein humanistisches Gebilde zu präsentieren, sondern ich hoffe, das, was wir erzählen mit dem Film, zeigt sich durch das, wie es ist und was es ist. Alles klar, ja, dann vielen Dank. Ich weiß auch nicht, was Olaf auf Englisch heißt. Da arbeiten sie immer nach anderer Übersetzung.